You froggy, I'll rip off your head and shit down your neck. Ja, es war gerade mein furchtbarer Versuch, Duke Nukem nachzumachen. John St. John, der Sprecher von Duke Nukem, spricht Big Sick Cat, jedermanns Favorit in Sonic Adventure. Nein, er ist so ziemlich der Charakter, den keiner mag, weil er angelt. Ihr seht, er hat eine Angelrute. Und er angelt. Das war's, er angelt. Zum Glück ist Big Sick Cat der kürzeste Playthrough mit ungefähr 30 bis 40 Minuten, je nachdem wie man sich anstellt. Er ist also nicht zu schlimm und ich finde ihn auch nicht so schrecklich wie alle anderen. Ihr seht, er ist relativ langsam. Er kann relativ niedrig springen nur. Und da ist Froggy. Froggy, there you are. Wait. Don't run away! What you doing under that car? What's wrong? Ja, aber da Big Sick Cat so groß ist und so große Arme hat, ist er natürlich super stark, weil erst gehen wir kurz hier rein. Denn da seht ihr die Frau stehen, die ist in den Burgerverkäufer verknallt. Und mit jedem Playthrough, den er macht, kommt sie immer ein bisschen heran und immer wenn man sie anspricht, sagt sie so: Ach, ich traue nicht, ihm zu sagen, dass ich ihn liebe, oh mein Gott. Ja. Ihr seht wieder so eine kleine Nebengeschichte in Sonic Adventure, aber hier gibt es ein paar. Ihr habt schon den Mann gesehen, der seine Frau betrügt und ihr habt gesehen, Big Sick Cat kann ein ganzes Auto hochheben. Trotzdem angelt er nur und ist Pazifist und traut sich nicht, Gegner zu töten, obwohl er kann Gegner töten. Aber er hat kaum Gegner. Ihr seht noch, wenn wir in die Level reinkommen, wie sein Spielstil aussieht. Jetzt sind wir erstmal in der Kanalisation und vorhin haben wir noch ein Upgrade geholt, dass die Fische leichter zu fangen sind. Denn wie gesagt, Big Sick Cat angelt. Er angelt. Der ist einfach so out of place im ganzen Spiel. Er passt vom Gameplay nicht rein. Und auch seine Geschichte hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was die anderen machen. Er ist zwar an denselben Orten. Er hat auch dieselben Level, aber es hat überhaupt nichts damit zu tun, was die anderen Charaktere machen. Er rettet nicht die Welt, er ist einfach nur da. Aber Big Sick Cat ist eine Katze. Und er angelt. Da ist ein Affe. Man kann mit dem B-Knopf seine Angelrute schwingen und so Gegner töten, wenn man sie treffen würde, bevor sie eintreffen. Was manchmal gar nicht so leicht ist. Aber ja, drückt den B-Knopf, ihr hättet ihn gedrückt, dann könnt eure Angel auswerfen. Und die Mission jedes Levels ist es, Froggy zu fangen. Und ihr seht dann noch andere Fische, die man alle fangen kann. Davon werden wir wahrscheinlich auch noch einen fangen. Und ja, guck, da beißt schon einer an. Man braucht die Fische nicht zum normalen Durchspielen, aber es gibt ja bestimmte Missionen, diese A- und B-Missionen, und da ist halt, fange 1000 Gramm Fisch, bevor du Froggy angelst und sowas alles. Also dafür sind die da. Die sind eigentlich zum normalen Durchspielen total nutzlos. Also könnt ihr einfach direkt zu Froggy gehen. Froggy ist immer an derselben Stelle, in jedem Level. Also ist es nicht schwer, ihn immer wieder zu finden. Also immer in diesem Becken hier, ganz rechts, und schwimmt in seinem kleinen Kreis. Und Big Sick Cat hat, glaube ich, die meisten Upgrades von allen Charakteren, weil er immer bessere Angel-Upgrades bekommt, mit denen er Fische und Froggy leichter fangen kann. Aber ich finde es eigentlich nie besonders schwer, den zu fangen. Ich habe mir den ersten geholt und werde wahrscheinlich nie wieder ein Upgrade bekommen, was mit der Angel zu tun hat in diesem Playthrough.
denn wie ich vielleicht schon mal gesagt habe, ich werde nicht 100% das Ding durchspielen, ich werde einfach nur die Story durchspielen und nicht alle Upgrades suchen. Und da hat ein Fisch angebissen. Und ihr müsst quasi immer in die gegengesetzte Richtung drücken, wo der Fisch lang schwimmt, um den Fisch einzuholen. Und der rote Balken da rechts darf nicht die oberste Kante berühren, sonst habt ihr es nicht geschafft, den Fisch zu fangen. Und ihr seht, ich bin dann ganz knapp dran. Man muss dann loslassen, den Fisch wieder ein bisschen gehen lassen. 900 Gramm, ne, das war mein Vetter. Und es gibt auch dann Upgrades, dass ihr halt größere Fische fangen könnt. Sowas halt mit Big the Cat, was eigentlich nicht wichtig ist, wenn man einfach das Spiel nochmal durchspielen möchte. Und da. Ihr müsst übrigens nach unten drücken, wenn der Fisch so dran nippelt, sonst geht der Köder nicht fest. Also denkt dann, sobald die da so ein bisschen dran nippeln, einfach nach unten drücken und der ist fest und dann immer in die entgegengesetzte Richtung drücken, in die der Fisch oder Froggy schwimmt. Und ja. Ihr seht, Froggy hat einen Schwanz. Das liegt daran, dass er halt einen Teil von Chaos in sich drin hat und auch einen Chaos Emerald gefressen hat. Und ja, deswegen ist Robotnik hinter dem her. Das werden wir in Gamma's Playthrough noch sehen, was Robotnik alles anstellt, um an Froggy zu kommen, um am letzten Chaos Emerald und an einem Teil von Chaos zu kommen. Ja, Big the Cat, viele sagen, er ist behindert, also geistlich zurückgeblieben. Kann sein. Ich weiß es nicht. Ich kenne mich mit Big the Cat nicht so aus. Ich habe seine Biografie noch nicht durchgelesen. Aber es kann sein, dass er geistlich zurückgeblieben ist. Das möchte ich nicht ausschließen. Und da ist der Schlüssel zur Ice Cap Zone. Und da ist Cream the Rabbit wieder. Und ihr müsst da hinten hingehen. Ich habe beim ersten Mal habe ich ewig gesucht, wo dieser verdammte Schlüssel ist. Der ist einfach nur dahinter. Nicht wirklich schwer zu finden, aber natürlich schwer aufzuheben, so wie ständig in Sonic Adventure. Vielleicht für die Mystic Ruins. Ja, und deswegen gehen wir jetzt da hin. Aber zuerst gehen wir zu Amy. Ich glaube, das ist das erste Mal im Spiel, dass man... dass man einen Charakter vor seinem Spiel trifft. Also da wusste sie doch nicht, dass sie gleich ein Flicky treffen wird und von Zero durch die halbe Welt gejagt wird. Und jetzt ist da der Schlüssel und wir können ihn nicht mehr aufheben. Doch, geht. Ein Ice Stone heißt er. Ja, Big the Cat, wie gesagt, es hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was die anderen durchmachen. Er hat nur rein zufällig einen Frosch, der ein Chaos ermüdet hat. Und dadurch rutscht er in das ganze Ding rein und... sein einziges Ziel ist eigentlich, seinen Freund Froggy wiederzufinden. Und das war's. Big the Cat. Ich weiß nicht, warum sie ihn überhaupt reingenommen haben. Aber ich mag Big the Cat. Alle sagen, es ist der schlechteste Charakter aus Sonic Adventure. Das kann ich unterschreiben. Er macht wesentlich weniger Spaß als alle anderen. Aber ich mag Big the Cat. Ich mag den Charakter. Ich mag, wie nett er ist. Er ist einfach... er ist dumm. Ob das irgendwie an einer geistlichen Behinderung liegt, das möchte ich nicht irgendwie mir anmaßen zu wissen. Aber sonst ist Big the Cat eigentlich ein netter Zeitgenosse. Lebt in seinem kleinen Häuschen in diesem Urwald und ist glücklich mit seinem Freund Froggy. Freund Froggy. Ich kann wieder nicht richtig sprechen. Egal, darum geht's nicht. Hier ist ein Schwimmreifen. Denn Big the Cat ist so schwer, er kann nicht schwimmen. You've discovered the life belt. It keeps you afloat when you're in water. To swim underwater, press the jump button when afloat. Ihr seht, wenn wir jetzt hier in Wasser springen, er ist so fett, dass wir auf den Boden kommen, aber durch diesen wunderschönen Reifen können wir nach oben schwimmen und auch wieder untertauchen. Denn Big the Cat ist fett. Fett und stark. Ich finde übrigens, das Charaktermodel sieht überhaupt nicht aus wie eine Katze. Na, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bye.